Ja, mein Name ist Otto Schwarz. Ich komme aus Kenzingen, aus der Perle des Breisgaus. Da, wo eigentlich alles wachsen tut, Milch und Honig. Wir haben einen landwirtschaftlichen Direktvermarktungsbetrieb und bauen praktisch also Obst, Gemüse an. Und wir bauen also nicht nur an, sondern wir tun die Produkte auch veredeln. Also wir haben vor der Corona-Zeit schon genauso also unsere Produkte angebaut und genauso auch verarbeitet. Was sich bei uns verändert hat, ist, dass die Nachfrage also größer wurde. Also viel mehr Leute kaufen jetzt auch regional ein. Das Problem, was uns Corona braucht, ist natürlich die Arbeitskräfte. Dadurch, dass die osteuropäischen Arbeitskräfte also im Prinzip nur übers Flugzeug einfliegen dürfen. Und da sind natürlich sehr hohe Kosten mit verbunden. Viele Leute kommen gar nicht, weil sie Angst haben davor, sie könnten vielleicht im Ausland krank werden. Wir haben auch positive Erfahrungen damit gemacht. Wir haben also eine Anzeige gesetzt und haben sich also Deutsche gemeldet, die bei uns gearbeitet haben. Und da ziehe ich meinen Hut vor den Leuten, die das also gemacht haben. Es ist auch ein junger Kerl, der gearbeitet hat, hat gesagt, er hat also seine Erfahrung seines Lebens gemacht. Er hat zwar nach 8 Tagen aufgehört, hat aber gesagt, diese Erfahrung, die er gemacht hat, er schätzt die Lebensmittel viel anders als vorher, weil er sieht, es macht Arbeit. Und eigentlich, so ist meine Meinung, sollte eigentlich jeder, wo auch irgendwie mit diesen Sachen zu tun hat, auch mit der Politik, sollte eigentlich einmal in der Landwirtschaft arbeiten, damit er weiß, was dahinter stecken tut. Ja, wichtig ist uns ganz arg, dass die Sachen, was also geerntet wird, zum Beispiel jetzt haben wir Kirschen, da hat es einen Regen gegeben, die Kirschen sind geplatzt. Aber die Kirschen sind deswegen nicht kaputt, die sind genauso gut. Deswegen haben wir diese Woche einen Kirschaufstrich aufgemacht. Ein sehr leckerer Aufstrich und so können wir das Produkt weiter verwerten. Und das ist für mich ganz wichtig, dass man also nicht alles nur fortschmeißt, sondern dass etwas daraus macht. Also was ich ganz wichtig finde, ist, dass man schauen muss, dass man die kleinbäuerlichen Betriebe erhalten tut bei uns. Wir sind kleinbäuerlich strukturiert in Baden-Württemberg und man sollte diese Betriebe nicht noch durch Überbürokratie kaputt machen, sondern man muss gucken, dass die erhalten bleiben, weil die sind die Betriebe, die für die Ernährung sorgen, nicht die Großbetriebe.